Bin da, wer noch? Cool. Ja, hallo Paddy. Hi. Wir freuen uns, dass du bei dem Sagenblock dabei bist. Ich mich auch. Und unseren Hauptprotagonisten, den Daikichi, sprichst. Wie lange machst du eigentlich schon Synchron? Und wie bist du zum Synchron gekommen? Also hauptberuflich mache ich, seit ich 18 bin. Das sind jetzt 10 Jahre. Angefangen habe ich aber, als ich noch ganz klein war. Also mit 6 Jahren. Und ich bin zweisprachig aufgewachsen, Deutsch-Englisch. Und meine ersten Sachen habe ich tatsächlich auch auf Englisch gemacht. Also meine Eltern sind beide Musiker und kannten ein paar Leute aus dem Fernsehen oder aus dem Bereich. Und die haben damals eben Kinder gesucht, die für Patterson und Findus damals noch, so eine Kinderserie, in Deutschland was auf Englisch aufnehmen, was dann nach England weiterverkauft wird. Und dann habe ich meinen ersten Job da gemacht und habe irgendwas im Off wahrscheinlich gesprochen. Und dann irgendwann nach der Schule habe ich irgendwie mir gedacht, was interessiert mich, und habe dann gehofft, dass es damit läuft, und hatte dann Glück, dass es tatsächlich irgendwie zu einem Beruf wurde für mich. Und was ist dann passiert? Was für Rollen hast du in der Vergangenheit schon gesprochen? Und was war deine Lieblingsrolle? Also jetzt aktuell spreche ich bei Game of Thrones zum Beispiel den Jon Snow, was sehr cool ist, auch weil ich Game of Thrones selber ziemlich geil finde. Und ja, verschiedenstes, also alles von Fernsehen über Film. Ich darf zum Beispiel, manchmal darf ich Dane DeHaan sprechen, den Schauspieler. Und das ist, also ich habe wahrscheinlich zwei Lieblingssachen. Und zwar, wenn ich Dane DeHaan sprechen darf, weil ich den sehr mag. Und eine Serie, die heißt Shameless. Das ist eine Fox-Serie, ich weiß gar nicht, wo die genau läuft. Aber die ist sehr geil, über so eine Familie in einem ärmeren Viertel, die irgendwie versucht, sich auf eine komisch-tragische Art irgendwie durchs Leben zu kämpfen. Und das ist eine sehr geile Rolle, die ich da habe. Sie fragt, ob sie wieder herkommen darf. Oh. Ja, du hast es schon angesprochen, du bist Jon Snow aus Game of Thrones. Das ist ja mit einer der größten Rollen in der Serie, und die Serie ist ja sehr beliebt bei den Fans. Ist es schon mal vorgekommen, dass du auf der Straße erkannt wirst als Jon Snow? Nee, selten. Der Vorteil oder Nachteil, je nachdem, wie man drauf ist, von unserem Beruf, ist ja, dass man nicht so erkannt wird. Außer man hat jetzt eine völlig abgefahrene Stimme. Ich wurde aber tatsächlich am Flughafen in Berlin mal erkannt. Da habe ich noch einen Kaugummi gekauft irgendwie oder irgendwas und habe eigentlich nur gesagt, Moment, ich glaube, ich habe noch 20 Cent. Und dann hat eben der Verkäufer nochmal eingehakt und meinte so, warte mal, ich kenne deine Stimme. Bist du Synchronsprecher? Und ich so, ja. Und dann habe ich eben auch irgendwie, hat er so, ja, wo sprichst du denn? Dann habe ich eben auch gesagt, so, ja, Game of Thrones. Und er so, ja, genau. Und das ist tatsächlich mal passiert, also völlig random am Flughafen. Okay, und wie war sie so? Habt ihr euch gut verstanden? Was hältst du eigentlich von Anime? Hast du schon Erfahrungen mit Anime gemacht? Sowohl als Sprecher wie auch privat? Bist du zufällig selber auch Fan von Anime? Zu Anime habe ich eine etwas zwiegespaltene Meinung. Weil es gibt manche Animes, die finde ich total geil, und es gibt andere, die sind einfach nicht so wirklich mein Fall. Also, zum Beispiel, ganz blöd gesagt, sowas wie Pokémon zum Beispiel, ist mir einfach zu verrückt und kindisch irgendwie. Also das ist, da werde ich nicht wirklich mit warm. Also ich stehe dann eher auf die erwachseneren Animes. Zum Beispiel, was ich richtig geil fand, ist Death Note. Ich finde, das ist eine Serie, die wurde ja jetzt auch leider verfilmt, real. Ist ein bisschen schief gegangen. Aber das ist eine Serie, die habe ich jetzt auch, glaube ich, schon dreimal geguckt, weil ich das einfach geil finde. Prinzessin Mononoke oder sowas. Und das sind dann die Animes, die mir dann auch Spaß machen, auch selber zum Sprechen. Ich mache tatsächlich, wie gesagt, viele Animes mache ich nicht, also Pokémon zum Beispiel spreche ich eigentlich nicht, habe ich früher gemacht. Aber wenn dann sowas zum Beispiel kommt, das ist ja einfach eine schöne Geschichte, das hat ja dann auch mit Zeichentrick oder mit irgendwas nichts zu tun, das ist ja einfach eine aus dem Leben gegriffene Geschichte, und sowas mache ich dann total gern. Ich merke gerade erst, wie heftig es ist, Vollzeit zu arbeiten und dann auch noch ein Kind großzuziehen. Wie gefällt dir die Serie und deine Rolle? Ich finde es ziemlich gut, weil ich finde es, also ich habe selber kein Kind,
deswegen kann ich mich, glaube ich, ganz gut in ihn reinversetzen, wie sich das so anfühlen würde, wenn man jetzt so als Single-Typ plötzlich sagt, da ist so ein kleines Mädchen und das tut mir leid und deswegen will ich mich um die kümmern. Und ich finde, das ist sehr geschmackvoll gemacht, das ist sehr, sehr ruhig und nüchtern und sehr naiv teilweise sogar erzählt. Und das finde ich genau richtig. Also ich muss auch sagen, jetzt beim Sprechen zum Beispiel, dass die kleine Rin wird mir auch total sympathisch und dann stehe ich auch da und dann denke ich mir auch so, ja genau, kümmere dich um Nikita und schau, dass es ihr gut geht, weil die hat das verdient. Und also ich finde, da kann man schon echt richtig gut mitfühlen. Sie hat Opas Tod noch nicht verarbeitet. Jetzt fragt sie sich logischerweise, was mit ihr passiert, sollte ich sterben. Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal mit dem Thema in Berührung kam. Sowas kann einen echt umhauen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sie sich erst fühlt. Und gibt es eigentlich irgendeine Wunschrolle oder Traumrolle, die du gerne mal sprechen würdest? Ich bin mal 6 Stunden, beziehungsweise dann insgesamt 12 Stunden, bin ich mal für ein 10-minütiges Casting nach Berlin gefahren. Also hin, Casting gemacht und am selben Tag dann gleich darauf wieder zurück für einen Jim Jarmusch-Film. Hab das dann zum Glück auch bekommen, weil ich Jim Jarmusch cool fand. Aber jetzt aus dem Stegreif fällt mir jetzt nichts ein, wo ich sage, wenn das jemals verfilmt werden würde oder irgendwas, was es jetzt schon gibt, was ich gerne sprechen würde. Rin, das wirst du nicht, du kleiner Nasenbär, das verspreche ich, okay? Schau mal, so viele, viele Jahre haben wir noch zusammen. Indianer Ehrenwort. Gibt es irgendwas, was du partout nicht sprechen würdest? An sich wenig. Also ich würde jetzt natürlich irgendwas, was jetzt ganz offensichtlich, jetzt zum Beispiel rassistisch ist oder einfach diskriminierend oder sowas ist, wenn man einfach merkt, dass es jetzt zum Beispiel, was weiß ich, ein Parteispot von irgendeiner einschlägigen rechten Partei oder sowas, da würde ich dann sagen, nee, mach ich nicht. Aber sonst, solange alles irgendwie im künstlerischen Rahmen ist, dann ist mir das auch egal, ob das unfassbar brutal oder sexuell ist oder irgendwas, weil dann denke ich mir, dann ist das Teil dieser Kunst, die da vermittelt werden will und dann bin ich da irgendwie ziemlich offen für alles. Das gefällt dir? Okay, na gut. Also, dann nehmen wir das halt. Welche Größe hast du? Ja, hast du vielleicht noch ein paar Tipps für Leute, die gerne selber mal als Sprecher arbeiten würden? Ja, macht eine Schauspielausbildung. Das Ding ist nämlich, genau, weil viele Leute denken immer, dass Synchronsprechen eigentlich nur Text ablesen ist. Aber das ist es eben nicht. Deswegen beschweren sich viele Leute, dass manche Dinge im deutschen Fernsehen nicht so authentisch sind, ist, weil es Leute gibt, die da mit einer falschen Einstellung rangehen. Synchronsprecher sind eigentlich Schauspieler, nur dass sie eben ihren Körper nicht selber im Bild haben, sondern den Körper jemand anderes bedienen müssen. Das heißt, du musst trotzdem alles mitbringen, was du auch auf die Bühne oder vor die Kamera bringen würdest. Nur das dann eben anders einsetzen. Und deswegen würde ich sagen, ist eine Schauspielausbildung oder irgendwas in dem Rahmen ist eigentlich ganz wichtig, wenn man das machen will und sich bewerben will bei den Firmen. Tja, wie erkläre ich dir, Wuschelkopf, das? Das heißt denn etwa richtig oder so? Pfötchen weg, das soll so aussehen! Du bist ja nicht nur Synchronsprecher, sondern du hast ja auch noch eine Band. Mhm. Erzähl doch mal, wie heißt deine Band? Was machst du da genau? Meine Band heißt Trails. Und wir nennen es selber immer Urban Western. Das ist so ein Mix aus Country-beeinflusster Musik mit Rock. Und wir sind 6 Leute auf der Bühne. Wir haben Geige, Banjo, Kontrabass und Gitarren natürlich. Ich singe und spiele Gitarre. Und wir haben jetzt gerade eine CD rausgebracht, die wir in Amerika aufgenommen haben, in Texas. Und genau, wollen jetzt einfach mal gucken, was so passiert. Und da sind die meisten Songs handeln von, vom Ausbrechen aus gewohnten Bahnen, dass man irgendwie sagt so, schau dir mal dein eigenes Leben an und gibt's dann nicht noch irgendwie mehr, was man da draus machen könnte und dann auch so an andere Orte gehen und neue Dinge entdecken und genau. Ihr geht jetzt auch auf Tour, habe ich gehört? Genau, wir machen jetzt eben für das Album, weil das jetzt aktuell rauskommt, machen wir so eine kleine Promotour, spielen Berlin, Hamburg, Köln und München. Und genau, hoffen mal, dass da ein paar Leute auftauchen. Und weil wir bis jetzt, wir haben viel im bayerischen Raum gespielt. Und jetzt geht es eben darum, dass man einfach ein paar neue Leute kennenlernt woanders. Und dann kommen wir aber nach München zurück, in unsere Homebase und spielen am 28.12. unser großes Jahresabschlusskonzert, was wir jedes Jahr machen, im Backstage. Und das wird sehr cool. Was denn, was denn?
Ist es der Dame auf einmal peinlich, Huckepack getragen zu werden? Hast du vielleicht noch ein paar abschließende Worte oder Grüße an unsere Fans? Ja, liebe Grüße an die Fans. Ja, abschließend, ich freue mich eigentlich immer, wenn man über so ein Projekt irgendwie drüber stolpert, weil dass sowas jetzt auch mit einem Interview und so weiter so groß aufgezogen wird, obwohl das ja so unspektakulär ist. Ich meine, da explodieren ja jetzt keine Autos und so weiter. Aber es ist halt einfach eine schöne Geschichte. Und ich finde es cool, dass es Leute gibt, die sich auch sowas anschauen. Weil es muss ja nicht immer um Rieseneffekte und so weiter gehen, sondern das ist einfach eine coole zwischenmenschliche Geschichte. Und das sind für mich oft die besseren Geschichten. Und deswegen, wenn euch das Spaß macht, dann freut mich das, dass ich daran teilhaben kann. Gut, danke dir. Bitteschön.